Ich stehe heute vor der Karls Erdbeereismanufaktur. Da sehen wir es noch viel schöner, in so ganz hübsch rosa, in meiner Lieblingsfarbe geschrieben. Wir sind heute in der Erdbeereismanufaktur, beziehungsweise gerade davor auf der Erdbeerpromenade. Und ich habe euch ja eigentlich gestern gesagt, hallo Martin, dass wir heute Kuchen backen gehen. Nun habe ich aber heute Morgen die Information gekriegt, ey, heute wird Eis gemacht und es ist total spannend, das müssen wir uns anschauen. Und wir bei Karls sind ja spontan. Und dann habe ich gedacht, naja, dann gucken wir uns doch einfach mal an, wie wir Eis machen. Und da nehme ich euch jetzt gleich mit. Aber ich würde euch gerne noch eine Sache vorher zeigen, bevor wir gleich reingehen. Und zwar, wenn man hier auf der Erdbeerpromenade steht, bin ich ja hier ganz nah am Parkplatz. Und da sieht man unser wundervolles neues Fahrgeschäft, die Maya, Mayas wilde Schwestern. Da, wo wir mit Thomas letzte Woche schon mal waren und wo wir auch ganz bald nochmal wieder hingehen, denn es gibt ja auch den wundervollen Maya-Shop, den wir gemeinsam uns dann mal anschauen, bestaunen und irgendwann natürlich auch mal eine Testfahrt, einen Testflug in der Maya machen. Aber dazu dann später mehr. Ich gehe jetzt erstmal rein in dieses wundervolle Gebäude hier auf unserer Erdbeerpromenade, nämlich in die Erdbeereismanufaktur und drehe jetzt auch direkt mal die Kamera. Hier seht ihr die Popcorn-Manufaktur. Das ist nämlich eine Manufaktur. Und hier ist das ganze grandiose Popcorn, was wir bei Karls anbieten. Also Erdbeer-Popcorn, Cheddar-Bacon-Popcorn, Apfel-Popcorn und ja, alles, was das Herz begehrt. Natürlich auch unsere Lieblingssorte, das Monster-Popcorn. Und hier seht ihr Kugeleis, einfach köstlich selbst gemacht. Das schauen wir uns gleich mal an, wie das hier so einfach köstlich selbst gemacht wird. Und ich teaser schon mal an, hier sind die ganzen leckeren Sorten, die ich heute auch mit euch probieren und testen möchte. Dazu kommen wir später nochmal, was wir hier so für großartige Sorten haben. Und ich gehe jetzt mal durch den Eingang, durch den sonst keiner gehen darf von uns und euch, durch den Mitarbeitereingang. Gehe ich jetzt einfach mal durch und stehe jetzt hinter den Kulissen, da wo wir heute auch sind, ne? Weil ich drehe noch mal die Kamera zu mir. Wenn es dann klappt, bei meiner Hinter-den-Kulissen-Show. Und hier sieht man hinter mir, die Kugel bei Karls kostet 1,20 Euro. Also wer bei Karls Eis isst, der zahlt 1,20 Euro pro Kugel für unser wundervolles, handgemachtes Eis in verschiedensten Sorten. Und ich habe ja erzählt, dass heute das Eis hier live vor Ort gemacht wird. Und das schauen wir uns jetzt gleich einmal an. Aber vorher würde ich euch gerne noch mal die Auslage von meiner Perspektive jetzt zeigen, wie das so ist, wenn jemand hinter der Eisverkaufstruhe steht. Also dann sieht das Eis trotzdem noch total schön aus und unsere Mitarbeiter richten das auch hier immer so wundervoll an. Also ne, hier so mit den Karamellstückchen oder auf dem Erdbeereis unsere gefrorenen Karls-Erdbeeren, die wir auch auf dem Mango-Eis haben. Also es ist wirklich hier auch mit ganz viel Liebe natürlich gemacht. Und ich selber habe auch mal Eis verkauft, damals in meiner Jugendzeit. Da war ich, glaube ich, 16, so 16, 17. Mein erster Ferienjob war damals im Eiscafé und da habe ich ganz viel Kugeleis verkauft. Und deswegen möchte ich euch heute nachher nochmal zeigen, wie das so funktioniert, das Eis in Schüsselchen zu füllen und ja, das Kugeleis einfach mal vorzustellen. Aber bevor wir das machen, gehe ich mal mit euch in die heiligen Hallen des Eises, da wo das Eis hergestellt wird. Hier in unsere, ich nenne sie mal Eisküche, Eismanufaktur. Also ihr seht, wir sind hier, es ist aber ein bisschen laut. Wir sind hier gerade hinter den Kulissen in der Eismanufaktur. Und da haben wir die liebe Ulrike. Hi. Hallo Ulrike. Erzähl uns doch mal, wer bist du? Das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Und was machst du bei Karls? Ich bin hier in der Eismanufaktur, wie ihr schon gesehen habt, und ich darf das wunderbare Erdbeereis heute machen. Guck mal, wir haben das hier schon, es sieht hier total toll aus. Ich habe gerade echt Glück gehabt, die Maschine ist gerade fertig geworden. Wahnsinn. Das heißt, wir können das jetzt so direkt mal rausholen. Wir können das direkt rausholen. Oh, aber bevor wir das rausholen, würde ich das total gerne probieren. Na klar, ich stoppe erstmal die Maschine. Ja, wir stoppen mal die Maschine. Letzten. Wie viel Grad haben wir denn jetzt gerade in der Maschine? Minus 7 Grad. Wow, also in unserer Eiswelt, da war ich ja gestern in Elstal, da haben wir ja so zwischen minus 8 und minus 10 Grad. Und wir lieben es kalt hier bei uns. Das Eis wird auf minus 7 Grad runtergekühlt. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Eis. Sieht nämlich so großartig aus. Es ist so ganz cremig, das Erdbeereis, was wir haben. Jetzt muss ich dich mal ganz kurz fragen, ist da Sahne drin im Erdbeereis? Nein.
ist keine Sand drin. Wie wird das denn? Aber wie wird das denn so cremig? Also es wird Luft untergeschlagen und dadurch wird das auch voluminöser und dadurch schmeckt es auch wunderbar im Mund. Also Wahnsinn. Genau. Ich probiere das jetzt gleich mal. Ich mache das. Ja, ich zeige euch hier mal. Ich nehme das mal hier so richtig schön aus der Mitte raus. Alles so einfach. Eis ist ganz schön hart. Und das ist ein bisschen viel. So. Und jetzt zeige ich euch das mal, dass ich das hier auch wirklich teste. Unser großartiges Erdbeereis, was wir hier bei Karls haben. Also es schmeckt wirklich total gut. Total erdbeerig. Ist natürlich mit Karls Erdbeeren, richtig? Natürlich. Machen wir hier mit Karls Erdbeeren. Ich drehe nochmal. Es ist hier hohe Kunst des Drehens, aber es funktioniert alles. So. Genau, ist mit Karls Erdbeeren. Hier haben wir auch noch welche stehen. Karls Erdbeeren. Genau. Und gefroren. Gefroren. Sind schon leicht angetaut, aber die brauchen wir gleich zum Dekorieren. Ah, wir dekorieren also auch mit Erdbeeren? Genau. Oh, schön. Und das darfst du am besten machen. Ich darf heute dekorieren. Genau, ich hole mal das Eis raus. Ja, du holst mal das Eis raus. Wir haben gerade noch mal eine Frage. Ja. Nämlich, ob es unser Eis auch in einer veganen Ausführung gibt. Ist ja vegan, ist ja ohne Milch, ohne Ei und ohne tierische Produkte. Also, liebe Maria, bevor wir es rausholen, unser Erdbeereis ist vegan. Ich bin ja selber auch laktoseintolerant und habe mir gedacht, oh, ich kann nie Eis essen, weil es ja überall Sahne drin und Joghurt und Milch. Und hier bei Karls in unserem Erdbeereis, das ist auf jeden Fall vegan und laktosefrei und wirklich für jeden gemacht. Und das ist ganz großartig, dass wir das hier so haben. Ja, und da würden wir jetzt mal einfach die Maschine zeigen. Wir drücken aufs Häschen. Aufs Häschen, damit es ganz schnell geht. Und dann machen wir die Klappe auf und dann kommt da das wundervolle Eis raus. Ach, das ist großartig. Sieht so schön aus. Ich verteile sie schon mal ein bisschen in der Schale. Mach das mal. Ich gehe mal ein bisschen in die Knie, dann kann man es besser sehen. Also hier oben kann man jetzt auch sehen, ist so ein Linksdrehmodus. Und sieht mega aus, wie du das da jetzt gerade so reinmachst. Können wir da jetzt gleich nochmal eine zweite Schale von füllen? Na klar. Sah jetzt gerade so mega aus, dass ich das irgendwie gern nochmal zeigen möchte. Ich stelle schon mal hier hin. Genau, das stellen wir schon mal rüber. Und ich zeige hier oben nochmal. Das geht auf jeden Fall gerade immer noch weiter. Also es dreht sich immer noch im Linksdrehmodus. Wir nehmen das hier nochmal raus, unser großartiges Eis. Sieht so fantastisch aus. Unser Erdbeereis hat eine ganz großartige Konsistenz halt auch, also super cremig und einfach grandios lecker. Olli schreibt gerade, dass unser Erdbeer-Stracciatella-Eis das beste Eis bei Karls ist. Es ist so lecker. Dankeschön. Ja, schreibt doch mal vielleicht rein, ihr Lieben, während wir hier angucken, wie das Eis in die Maschine, oder nee, wie das Eis in die Schüssel gemacht wird. Schreibt doch mal vielleicht rein, welche eure Lieblingseissorte ist. Welches Eis esst ihr am liebsten von den Eissorten bei Karls? Stellt es doch einfach daneben. Wir nehmen die Erdbeeren hier mal so ein Stück weg. Wir sind ja Künstler der Improvisation hier. So. Und jetzt haben wir hier so zwei wundervolle Eisbehälter. Und ich stelle jetzt mal... Ja, wir machen das einfach so. Ich stelle mal das Telefon hier ab. Ich habe das mal hier gerade schon so ganz wundervoll... So, live ist live. Kann auch mal ein bisschen wackeln, so ganz wundervoll drapiert, aber man kann das perfekt sehen. Richtig schön, jetzt ist ganz neu für mich, dass ich mal so davor stehe und ins Handy winken kann. Richtig cool, jetzt kann ich gerade eure Kommentare nicht lesen, aber ihr könnt trotzdem immer wieder reinschreiben in die Kommentare, was ist euer Lieblingseis oder welche Fragen habt ihr an uns jetzt, an Eis machen. Und ich habe hier mal so ganz wundervolle Erdbeersoße mitgebracht, die hat hier auch so eine Öffnung. Tubenöffnung. Und damit dekorieren wir jetzt mal das Eis, denn die liebe Ulrike hat mir das gezeigt, wie das funktioniert. Also wenn das Eis bei Karls wieder am hübschen dekoriert, wir nehmen es einfach so und ich hoffe, man kann das jetzt sehen, ich glaube ja. Und dann wird das hier so schön drauf gekleckert. Ich muss natürlich mit meiner weißen Bluse heute aufpassen. Ich gehöre ja zum Team Tollpatsch. So, machen wir das mal so ein bisschen hübsch. Das ist wahrscheinlich zu viel, ne? Aber das ist total schön. Also, ich würde diesen Job lieben, wenn ich ihn machen dürfte. Überall so Soße auf Eis mache ich jetzt. Ich werde der Soßen mit Eis mit Soßen befüllen. Also ihr wisst, was ich meine. Jetzt haben wir hier so tolle Erdbeeren, echte Kalt-Erdbeeren. Natürlich aus dem letzten Jahr, weil wir haben ja noch, ich glaube, roundabout 17 Tage, bis unsere Erdbeeren frisch vom Feld kommen. Und die haben wir gefrostet. Und die packen wir jetzt hier so ganz wundervoll auf das Eis.
Eis hier so drei in die Ecke. Ich nehme noch die Eis schön groß. So. Und dann, ich hoffe, das könnt ihr jetzt auch sehen, drapieren wir hier noch drei Erdbeeren. Das kann man jetzt nicht sehen, aber gleich die nächste. Drapieren wir noch drei von den großen Erdbeeren hier so schön daneben. So. Und das machen wir jetzt bei dem hier auch nochmal, dass wir das alles hübsch und schick haben. Ulrike, wenn ich mal keinen Bock mehr auf Moderation habe, dann unterstütze ich dich hier beim Eismachen. Kannst du gerne machen, ja. Dann werde ich Eisfee. Ich bin heute Morgen durchs Bonbonland gelaufen, habe den lieben Alberto getroffen, da sagt er zu mir, na Prinzessin, was machst du denn heute? Habe ich gehört, okay, liegt vielleicht daran, dass ich hier mein Röckchen trage. Ich sehe hier auch, ihr seid fleißig dabei zu kommentieren. Das lese ich gleich mal. Also, ich zeige euch jetzt mal das von der anderen Seite. Ich hole jetzt mal die Kamera wieder. Jetzt könnt ihr das schon mal. Ne? So. Da ist Ulrike. Wink mal die Kamera, Ulrike. Ja, oh, das sieht jetzt großartig aus. Ulrike hat das jetzt nämlich schon mal in die Hand genommen. Wie großartig unsere fertig garnierten Eisschalen aussehen. Also ich finde, zum Anschlecken, nicht zum Anbeißen, zum Anschlecken. Und ja, ich zeige nochmal die ganz großartigen Kalzerdbeeren, die wir hier so gefrostet haben. Wo kommt das Eis jetzt hin? Das kommt jetzt in unseren TK-Froster. Ah. Hier wird es richtig kalt. Ich fasse mal die Hand da rein. Oh ja, es ist richtig kalt, Leute. Wirklich richtig, richtig kalt. Und wie ihr hier seht, haben wir hier verschiedenes Erdbeereis schon vorproduziert. Heute ist ja der... Ich mache das mal für dich auf. Heute ist ja der Erdbeereistag, habe ich gelernt. Ja. Und da haben wir schon ganz, ganz viel Erdbeereis vorproduziert. Und du zeigst mir jetzt auch gleich nochmal, aus was diese cremige Masse eigentlich entsteht. So, jetzt kamen hier ganz viele Fragen, die müssen wir erst beantworten. Pass auf. Sehr gerne. Und zwar sind hier ganz viele Menschen beigetreten. Hallo an alle, die beigetreten sind. Hier schreibt gerade Alexa, dass sie das Kirsch-Marzipan-Eis liebt. Ja. Das ist die Weihnachtssorte, richtig? Genau, die gibt es immer ab November, Dezember bis unsere Frühlingssorte reinkommt im März. Was ist die Frühlingssorte? Dieses Jahr ist es Joghurt-Mango. Joghurt-Mango, das klingt ja großartig. Ja. Vielleicht können wir dadurch auch noch was zeigen zum Thema Joghurt-Mango. Wir haben Kirsch-Marzipan hier stehen, dann haben wir Erdbeereis, nochmal Erdbeereis und dann kommt die Frage hier sogar zweimal, ob man unser Eis auch bestellen kann. Das ist derzeit nicht möglich, glaube ich. Das ist leider nicht möglich, nein. Das ist natürlich sehr schade, aber wo sind die Handschuhe, wird hier gefragt. Wir waschen uns natürlich immer vor der Produktion die Hände und zwischendurch auch, deswegen brauchen wir hier keine Handschuhe. Und ich habe, bevor ich hier an die Kamera gegangen bin, meine Hände auch noch desinfiziert und sauber gemacht. Also alles gut, das ist alles so abgesprochen, dass das so sein durfte. So, wo wird die Erdbeereis? Ist die Erdbeersoße auch von uns produziert? Kommt ja, hier noch als Frage. Die habe ich auch mit den Kart-Erdbeeren gemacht. Ach, na perfekt, cool. Da habe ich noch ein bisschen Zucker reingemacht, damit es ein bisschen süßer ist. Für die Zähne. Genau, und dann ist es schon fertig. Püriert und fertig. Also das wird einfach püriert, das sind einfach Karls-Erdbeeren püriert? Ja. Das ist ja großartig. Also ich nehme einfach Karls-Erdbeeren-Püree und habe Erdbeersoße. Das ist ja einfach. Also wir haben gerade wieder was gelernt. Wir nehmen einfach Karls-Erdbeeren, pürieren die so ein bisschen und dann haben wir Erdbeereis. Also Erdbeersoße ist ja großartig. So, aber jetzt zeigst du mir noch, woraus wird das Erdbeereis eigentlich hergestellt? Das hat mich ja so fasziniert. Also ich zeige das hier nochmal. Hier ist noch so ein bisschen an der Maschine drin. Das sieht so richtig schön cremig aus. Aber das ist vorher gar nicht so, ne? Also das ist gar nicht so rosa, sondern wie sieht das vorher aus? Oh ja, ich hatte es schon mal abgezapft. Ach, sonst immer in den es kommt in diese Maschine, in den Pasteur. Genau. Hier ist zum Beispiel unser Mix. Das ist der Mix. Also genau, aus der Suppe hier wird das Erdbeereis. Genau. Also es ist ziemlich dickflüssig, würde ich sagen. Ich muss auch mal testen. Warte. Ja. Willst du es mal probieren? Darf ich das probieren? Was ist das? Das ist, ein Fett, das denn das Eis noch mal cremiger macht. Okay, also ich dachte jetzt schon, das sieht aus wie das fertige Eis, wollte ich mal sagen, hä? Also, das ist wirklich ein bisschen dickflüssiger. Ich darf das gleich mal probieren, die Masse, das ist ja unglaublich. Genau. So, ich gebe dir das mal, damit es nicht... Du bekommst den Löffel. Ich bekomme den Löffel. Wir sind gut vorbereitet. Das ist auch wirklich... Du musst es mal kurz an... Du kannst das einmal vielleicht genau... perfekt. So, dann probiere ich das jetzt hier mal. Hm. Wow. Also, es ist noch... Ist noch viel besser als Erdbeereis. Also das schmeckt so krass nach Erdbeer. Das ist der Hammer. Ich nehme es dann einmal mit nach Hause. das könnte man auch super in Milchshake reinmachen, finde ich. Also das ist so süß, so erdbeerig, großartig. Aber das ist ja gar nicht nur Erdbeer, ne? Nee,
Nee, da ist natürlich auch noch Zucker drin. Deswegen ist es süß. Genau. Also ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ah, du hast was vorbereitet. Ich bin das begeistert. Das war jetzt so für den Joghurt-Mango-Mix. Das haben wir schon verraten. Aber die meisten Zutaten sind auch im Erdbeereis drin. Aber wir haben natürlich Zucker im Erdbeereis. Mhm. Dann haben wir auch Inulin im Erdbeereis. Ja. Inulin sorgt wofür? Das ist so dafür da, dass das Wasser im Eis gebunden wird. Okay. Also das ist dann nicht zu süß. Wenn wir jetzt Glukosestärke kommt auch noch mit ins Erdbeereis rein. Das ist auch nochmal eine Art Zucker und es bindet dann auch nochmal das Wasser im Erdbeereis, also die Flüssigkeit, sag ich mal. Deswegen ist das Ganze hier so ein bisschen dickflüssiger, richtig? Genau, genau. Ah, perfekt. Also sonst wäre das wahrscheinlich so ein bisschen eher... wie die Erdbeersoße. Ja. Ja, ich muss noch ein bisschen was lernen. Ich benehme mich hier gerade ein bisschen wie ein Praktikant. Genau. Und dann haben wir hier auch nochmal, das ist jetzt einmal Johannesbrotkernmehl und Gurkenmehl. Mhm. Das bindet dann auch nochmal das Eis richtig schön und es bleibt dann dadurch auch noch stabil. Also Gurkenmehl und Johannesbrotkernmehl, die binden ungefähr das 30-fache an Wasser wie ihr Gewicht. Okay, und deswegen passiert es nachher, ich gehe hier nochmal hin, dass das Eis so wunderbar cremig wird, oder? Genau. Das ist ja großartig. Also ich mache quasi, ich sag mal, aus Erdbeersuppe cremiges Eis. Richtig. Jetzt kommt die Frage, ob bei uns künstliche Aromen im Eis drin sind. Nein. Natürlich nicht. Wir haben natürlich nur Karlserdbeeren in unserem Eis. Genau, wir sind 100% natürlich bei uns im Erdbeereis. Und andere Eissorten natürlich auch. Genau, wir haben ja nicht nur Erdbeereis. Genau. Schön wäre es, nur Erdbeereis, aber es wäre auch ein bisschen langweilig. Wir haben auch andere Sorten, die zeige ich euch nachher gleich noch, wenn wir zurück in den Verkaufsbereich gehen, wo ich noch heute ein bisschen mit euch mal das Erdbeereis mir anschauen möchte und ein bisschen testen möchte, was wir da alles so Wundervolles und Großartiges haben. Ich habe hier heute so einen neuen Festhaltestab an meinem Telefon. Das ist heute erst ein bisschen anders hier für mich. Aber ne, ist so, darf man Schmuck in der Küche tragen. Liebe Lisa, ich bin ja gar nicht in der Küche engagiert. Ich darf hier Schmuck tragen und eine Kette, glaube ich, ist völlig in Ordnung, wenn man ein Kettchen in der Küche trägt. Genau. Wir machen jetzt mal weiter. Genau. Wir waren jetzt stehen geblieben, was alles ins Erdbeereis hineinkommt. Genau, dann haben wir noch eine Fruchtsäure. Das ist hochkonzentrierter Zitronensaft, könnte man sagen. Mhm. Probiere ich jetzt nicht. Nein, würde ich nicht machen. Nee, will ich auch nicht. Das zieht das ganze Gesicht rein. Nee, wollen wir nicht. Genau. Und hier wollen wir schon... Wir lüften mal das Geheimnis, was da oben drin ist. Genau. Das sieht schon mal ein bisschen... Das sieht aus wie Milch. Richtig. Hey, ich habe gut geraten. Aber nicht nur Milch. Da ist jetzt auch noch Joghurt mit drin und Sahne. Joghurt, ist das denn in einer festen Form oder ist es in einer flüssigen Form? Das ist so wie normaler Joghurt, den man auch so kaufen kann. So Naturjoghurt einfach. Genau. Ah, okay. Ganz natürlich. Und das wird dann sozusagen reingesetzt, alles in diese Maschine? Genau, und dann kommen noch die ganzen Zutaten mit dazu. Ja. Und da wir ja Mango-Eis machen... Wollen wir das jetzt mal machen, die Zutaten dazu kippen? Soll ich? Dann kippe ich einfach mal die Maschine. Jetzt wird's ein bisschen laut, liebe Freunde. Ja. Also Anne hat jetzt hier auch gerade eine super Idee. Wir könnten das mit dem Eis bestellen ja mal an den Chef weitergeben. Das machen wir. Vielleicht guckt der Chef ja auch zu. Genau, ich starte einfach mal die Maschine. Wir starten die Maschine. Wir drücken... Jetzt sieht das ein bisschen aus wie in so einem... Krass. Also die Maschine heizt jetzt so hoch auf ungefähr 70 Grad und kühlt dann nach 20 Minuten bis 30 Minuten runter auf 4 Grad. Und dann kann ich den Mix nehmen und in die Maschine machen. Also was halt total cool ist, ist halt wirklich, dass das jetzt so ein bisschen aussieht wie in so einem Whirlpool, finde ich. Unser Eis. Also die Milch hat jetzt so ein bisschen so einen Whirlpool-Effekt. So, und jetzt machen wir was zuerst rein, liebe Ulrike? Ich mache jetzt erstmal das Johannesbrotkernmehl und Gurkenmehl. Ja. Ich habe hier auch noch ein bisschen Zucker drin. Wir haben richtig süßes Eis. Ja. Also wenn wir eine Hauptzutat haben bei unserem Eis, dann ist das auf jeden Fall Zucker. Ja. Also ich finde ja sowieso so in meiner Erfahrung, die ich jetzt bei Karls habe, so die letzten Wochen, eine Sache, also wer hier schlank bleiben will, hat wirklich ein Problem. Vielleicht sollten wir unseren Chef mal weitergeben, wir brauchen mal so ein Fitnessstudio hier für nach der Arbeit, wenn wir uns an den Bauch vollgeschlagen haben mit den vielen Süßigkeiten, die wir hier so haben. Ja. So. Aber der Zucker ist auch wichtig im Eis. Ah, okay, erzähl mal warum. Der macht das Eis sozusagen weich.
Wenn wir jetzt keinen Zucker dran machen, dann würden wir Eiswürfel haben. Der sorgt also dafür, dass das Eis hier so eine wundervolle Cremigkeit hat. Genau. Ah, sag mal, das Eis hier mit der Milch und dem Joghurt, ist das cremiger als das Erdbeereis? Es ist fester, also es ist nicht so cremig, dadurch, dass der Joghurt, der ist, wenn der gefroren ist, viel, viel fester als jetzt zum Beispiel das Milcheis, also normale Milcheis oder das Erdbeereis. Interessant. Also es dauert ein bisschen länger, bis man es auch in den Kugeln braucht. Also, wenn wir auch gleich mal testen, kannst du mal versuchen, eine Kugel zu machen. Na klar, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe im Eiscafé gearbeitet, ne, da war ich so 16, 17. Und da habe ich einen Sommer lang Eis verkauft und habe so gelernt, wie man Kugeln macht und habe gedacht, das sieht immer so einfach aus, ne? Wenn ich so da vorstehe als Kunde, denke ich, oh ja, das ist ein bisschen wie bei Knete, so ganz leicht. Aber nee, das ist es gar nicht. Ja, wo kommt unser Joghurt her? Naja, von der Kuh, ne? Also, oder? Ja. Na, was eine Frage. Ganz normaler Joghurt ist das. So, und was haben wir da jetzt nochmal Zucker? Das ist Inulin. Inulin, ah, okay. Inulin, das ist ein Füllstoff, der das Wasser nochmal bindet und auch das Eis ein bisschen fester macht. Sascha fragt, wo unser Karlshof ist. Na, unser Karlshof, der ist hier, wo wir gerade sind, bei der Erdbeereismanufaktur in Rövershagen bei Rostock. Aber wir haben natürlich auch noch viele andere Höfe. Wir haben noch einen Hof in Kosero, in Zirko, in Elztal und in, jetzt helft mir kurz, mir fehlt der letzte Hof. Warnsdorf. In Warnsdorf bei Lübeck. Genau, und dann haben wir aber auch noch das Pier 7 in Warnemünde. Ich glaube, da möchte jemand Eis essen, oder? Ja, ich gehe gleich mal raus. Genau, das Pier 7 in Warnemünde. Und dann haben wir, soll ich für dich vielleicht weiterrühren oder irgendwie was übernehmen? Ja, mit deiner Hand ist es ein bisschen schlecht. Gut, dann gehst du kurz Eis verkaufen, ja. Oder die gehen schon wieder raus, die guten Leute, sehe ich gerade. Max kann noch Eis verkaufen gehen. So, gar kein Problem, haben wir jetzt geschafft. Genau, ich war jetzt gerade dabei zu erzählen, wo wir unsere ganzen Höfe haben. Also wir haben auch noch Pier 7 in Warnemünde, da gibt es mal die Sandwelt. Da fahre ich demnächst bei euch auch nochmal hin. So. Jetzt wird gerade geschrieben, unser Eis ist doch nicht vegan. Wir haben nicht jede Sorte, die vegan ist. Also es sind einige Sorten vegan, zum Beispiel unser, ich zeig's nochmal, wundervolles Erdbeereis. Aber das Mango-Eis ist natürlich nicht vegan, weil es ist Mango-Joghurt. Das wäre jetzt ein bisschen schwierig, das Joghurt als vegan zu machen. Also wir wollen ja auch an alle Menschen uns richten und für jeden was dabei haben. Und ja, es gibt nun mal Menschen, die essen auch gern Joghurt und dann deswegen haben wir Mango-Joghurt-Eis. Genau, jetzt kommt noch so ein ganz großer Topf hier. Was ist denn da drin? Das ist Mango-Püree. Mango-Püree? Ach, wie großartig. Das muss ich jetzt ausprobieren. Warte, warte, warte. Wir haben alles vorbereitet. Wir sind sowas von vorbereitet. So. Mango-Püree. Genau. So. Das habe ich gar nicht gezeigt. Ich habe das hier so... Ich gebe dir das hier nochmal. Warte. Das ist hier... Also wir sind hier heute wirklich sehr improvisatorisch unterwegs. Rosa, ich schmecke wie eine ganze Mango. Total lecker. Aus welcher Region unser Joghurt kommt? Ach Gott. Ulrike, kannst du das beantworten, aus welcher Region unser Joghurt kommt? Das kann ich leider nicht beantworten. Also das ist jetzt, das sind wir jetzt ein bisschen überfragt, aber wir schauen das gerne für euch nach. Liebe Anne, ich zeige jetzt hier gerade mal, was du machst, bevor ich die Frage beantworte. Das sieht so cool aus. Jetzt wird es nämlich von dieser weißen Farbe in diese wundervolle, großartige orangene Farbe getaucht. Sieht so schön aus, wie sie das hier macht. Also ich finde, du hast den schönsten Job der Welt. Das sage ich hier jedem bei Karls. Genau, ich würde jetzt nochmal gerne auf die Frage mit dem Joghurt zurückkommen wollen. Und zwar gucke ich das gerne auch für dich nach, liebe Anne. Denn wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Die schickt die Fragen direkt zu mir, wenn du etwas wissen willst, was ich nachgucken soll oder ihr gerne wollt, dass ich mal irgendwo hingehe, wo es so besonders spannend ist, was ihr schon immer mal sehen wolltet, dann könnt ihr das gerne schreiben unter livefragen@karls.de. Dann landet ihr direkt bei mir und ich versuche natürlich dann jeder eurer Fragen auf den Grund zu gehen und eure Fragen einfach zu beantworten und euch in eine Live-Show auch mitzunehmen. So, jetzt haben wir hier weiter das Mango-Eis. Genau. Dann würde ich jetzt einfach mal den Zucker dazu geben. Ja. Ja, nur ein bisschen. Muss ich natürlich auch ein bisschen langsamer zugeben. Ist ja nur der ganze Zucker kommt da rein.
Ja. Du hast gesagt, es ist nur ein bisschen, das ist ja wahnsinnig viel. Ja. Also wir machen wahnsinnig, ja auch schmecken, wir machen wahnsinnig viel Zucker in unseren Pasteur, so heißt nämlich die Maschine. Genau. So. Aber es kommt ja auch sehr viel Eis daraus später. Ja, ne? Ich gehe nochmal in den Kühlschrank. Also, genau. Wir hatten hier vorhin, ne, das ganze Eis hat die liebe Ulrike, und da sind auch immer zwei, wie ihr seht, hintereinander, hat die liebe Ulrike heute Morgen schon fertig gemacht. Das ist Erdbeereis, also da kommt nachher nochmal so eine Riesenmenge an Mangoeis auch raus. Und wir sind noch gar nicht fertig, denn da steht ja auch noch so ein Eimer mit Erdbeer. Und ich hier zwei haben wir Eimer mit Erdbeer. So, und wir sind ja auch gleich durch mit dem Zucker. Aber du musst auch ein bisschen Kraft haben, ne? Also so, ja, ist ja auch alles nicht so ganz leicht. Aber ich hätte natürlich auch ein bisschen weniger abwiegen können, dann hätte ich mehr Stahl gehabt, natürlich, ne? Aber man will ja auch fertig werden. Das stimmt, das stimmt. So. So, jetzt war schon ganz schön voll unser Pasteur. Ich wollte gerade sagen, er ist jetzt ganz schön voll. Jetzt kann man das auch so wunderbar hier aus meiner Perspektive sehen. Ja. Und das Schöne ist ja, du musst nicht selbst rühren, das macht die Maschine natürlich, genau, für dich. So, und was... Das wäre zu schwer, die ganze Zeit selber zu rühren. Was passiert denn jetzt? Jetzt kippst du das da noch rein und dann? Genau, das ist Das ist einmal für die Haltbarkeit, dass das Eis auch schön lange haltbar ist. Also die Fruchteissorten, Vanille und Schokoeis mache ich das natürlich nicht rein. Genau. Das gucken wir uns auch nochmal an. Vanille und Schoko machen wir auch nochmal gemeinsam, weil das macht dann bestimmt noch ein bisschen anders. Ja, das gucken wir uns an. Das gucken wir uns an. Ja. Wir gucken uns alles an, was hier so geht. So, genau. Und jetzt geht das hier ein bisschen schlafen. Genau, jetzt warten wir, bis es 70 Grad erreicht hat. Das dauert ja nur noch ein bisschen, ne? Ja, wir sind gerade bei 34, wie man hier sieht. Aber ja, dann, das dauert noch eine ganze Weile. Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal in die Truhe vielleicht. Ja, das können wir gerne. Und machen. Dann würde ich gerne mit euch noch mal in Richtung Verkaufsraum gehen. Ich kann schon mal vorgehen. In Richtung Verkaufsraum gehen. Und im Verkaufsraum mit euch ein bisschen durch die wundervollen Erdbeereissorten und die ganzen anderen tollen Eissorten testen. Jetzt wird es richtig kalt. Wir gehen jetzt mal, oh, es ist wirklich kalt. Wir gehen jetzt mal in diese ganz tolle Kühlbox. Also hier seht ihr, hier wird das Ganze, hier ist auch schneeig. Hier wird das Ganze Eis gekühlt. Hier ist kälter als in der Eiswelt, oder? Ja, also wir haben jetzt hier minus 25 Grad. Ja, es ist wahnsinnig kalt. Also hier ist wirklich... Ja, also das Eis hier, das ist auch sehr hart. Also da muss man schon aufpassen, dass man es nicht auf den Kopf bekommt. Ja, und das sieht hier auch so großartig aus. Wir haben hier Vanille und Erdbeerstracciatella. Und jetzt gehen wir wieder raus, weil ich finde es hier wahnsinnig kalt. Hui! Also jetzt haben wir gerade in Karls kältesten Kühlhaus. Das ist kälter als in jeder Eiswelt. Und genau, ich gehe mit euch jetzt mal wieder in den Verkaufsraum. Ulrike, ich komme nachher nochmal zu dir. Alles klar. Dann zeigst du uns nochmal, wie wir das Mango-Eis abfüllen, ja? Kriegen wir das? Das ist ein bisschen schwierig. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Auf jeden Fall darf Ulrike jetzt hier mal in Ruhe weiterarbeiten und ich gehe mit euch mal in den Verkaufsraum. Ich habe da mal was vorbereitet. sieht hier so ganz großartig aus. Ich war ja vorhin schon mal hier mit euch bei dem großartigen Eis, was wir hier bei Karls haben. Das ist das Eis in fertig. Ich gehe jetzt noch mal nach vorne vor die Truhe und zeige das nochmal von vorne, weil das sieht so schön aus, wirklich. Wir haben natürlich hier unser wundervolles Erdbeereis, eine ganz grandiose Sorte, die wir jetzt gerade auch gemacht haben. Genau, einmal in zwei Kübeln, weil wir gerade bei Karls am meisten Erdbeereis verkaufen. Jetzt kommt hier gerade eine Frage von der lieben Vicky. Vicky wäre gerne ein Karlsianer. Vicky, ich weiß nicht, ob du schon mal Ulrikes Jobparty geguckt hast. Die ist immer am Mittwoch. Und da stellt Ulrike die wundervollen Karlsianer-Jobs vor, die wir so im Angebot haben. Und außerdem es ist es halt auch möglich, dass ihr euch mit Rosaria oder mit unserem Recruiting-Team in Verbindung setzt und einfach sagt, ey, ich kann das und das, ich würde gerne bei Karls arbeiten, habt ihr für mich einen Job? Also es ist hier nicht so ganz klassisch, dass eben geguckt wird, welcher Job irgendwie jetzt... da ist, sondern es wird auch geguckt, welcher Mensch kommt und ja, zu welchen Menschen passt welcher Job. Und das ist ganz großartig, also wer gerne Karlsianer sein möchte, der kann sich bei Karls bewerben. Genau. Dann gehe ich mal weiter.
Hier haben wir die tolle Sorte Mango-Joghurt, auch natürlich nur echt mit Karls-Erdbeersoße. Dahinter ist Zitrone, ist auch eine vegane Sorte. Dann haben wir Erdbeer-Stracciatella, Erdnuss-Erdbeer, Schokolade und Vanille, die Standardsorten. Ich finde ja so rein von mir persönlich und mit meiner Erfahrung aus dem Eiscafé, sind das ja immer so Schoko, Erdbeer und Vanille, so die Standard-Eissorten, die wir haben. Und ist ja ganz großartig, Eis zu essen. Man kann das in so wundervollen Eishörnchen essen, aber man kann ja so wundervolles Eis auch in so Bechern bekommen. Also wenn ihr hier bei Karls vor Ort Eis esst, dann könnt ihr das entweder aus diesen schicken, hübschen Bechern im Karls-Design bekommen, steht auch Karls drauf, oder eben aus einer klassischen Waffel. Und ich würde jetzt gerne mal ein bisschen was austesten und ich habe dafür Max mitgebracht. Der Max, der war gestern schon bei Ulrike in der Jobparty und hat sich vorgestellt, der ist bei uns jetzt hier und macht seine 2 Probetage, weil der Max möchte nämlich auch gerne Moderator werden. Aber Max, erzähl doch mal selbst kurz was von dir. Ja, wie schon Antje gesagt hat, ich bin Max und ich habe extra so ein tolles Namensschild bekommen, damit man es nicht vergisst. Und ich würde auch gerne für euch da sein, für euch interagieren, ein bisschen moderieren für die Karlsianer. Wir können ja mal rüberschwenken für den Karlshof. Ja. Jetzt ist nicht so eine schöne Ecke. Wir sind ja in den Kulissen, wir können auch nicht so schöne Ecken zeigen. Man sieht es nicht ganz so viel, aber mit ein bisschen Glück, ich gebe mir Mühe, sehen wir uns demnächst öfter. Na, da drücken wir dir die Daumen und ich würde mit dir jetzt gerne so ein bisschen das ganze Erdbeereis-Testing hier machen. Ich hoffe, wir kriegen das hier hin. Das ist auch meine Premiere hier mit dem ganzen... Ich würde das mal hier versuchen hinzustellen. Nee, erst will ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar habe ich noch was Großartiges mitgebracht. Eis muss man ja auch irgendwo reinmachen. Und ich habe mir gedacht, wir haben bei Karls so ganz großartiges Geschirr ja auch. Wir haben gerade so ganz neues, handgemachtes, tolles Geschirr, so Schälchen und Tassen verschiedensten Ausführungen. Auch perfekt für den Muttertag, der jetzt in 30 Tagen auch ansteht. Ich liebe ja das, ne? Ich bin ja rosa Fee, trage auch gerne rosa Zeugs und habe immer gerne rosa zu Hause und finde das einfach ganz großartig. Es sieht einfach so schön aus, auch die Tassen. Ich finde, das ist so eine perfekte Sache für den Muttertag. Ja, und auch das Blaue sieht total schön aus. Und an den Blauen kann man eben auch sehen, dass es wirklich Unikate sind. Also das hier ist total hell. Und das sieht in der Farbe ein bisschen dunkler aus. Und auch von innen kann man es erkennen. Also wie ihr gerade schon gesehen habt, unter unseren Verkaufsartikeln steht auch immer der Preis. Also die kleine Schale bekommt ihr für 5 Euro bei uns auch im Online-Shop oder eben im Karlsmarkt. Und die etwas größeren Schalen steht auch darunter, bekommt ihr für 8 Euro. Und überall seht ihr auch eben diesen wundervollen Sticker, mit dem jedes Stück ein Unikat, was man halt auch wirklich sieht. Also gerade wenn ihr bei uns in Röbershagen im Markt euch das Ganze anschaut, dann ja, seht ihr wirklich, dass die, wenn die im Licht stehen, alle anders aussehen. Sieht total schön aus. Also auch eine große Empfehlung, dass ihr zu uns nach Röbershagen in den Markt kommt. Denn hier bei uns in Röbershagen im Markt haben wir auch gerade geöffnet und ihr könnt einkaufen mit einem Corona-Test, könnt ihr auch in die Eiswelt gehen. Also wir sind für euch da, alle Spielplätze sind geöffnet. Kommt gerne auch zu uns. Max, dir wird hier ganz viel Erfolg gewünscht. Und ja, wir machen das jetzt einfach mal. Wir nehmen hier mal die tolle Emaille-Schale. Wir haben ja hier bei Karls so tolle Emaille-Schalen. Und dann darfst du mir mal sagen, was du gerne für Eis hättest. Das ist mir echt schwer zu entscheiden. Das ist mein erstes Eis dieses Jahr. Das ist das erste Eis dieses Jahr. Großartig. Es gibt immer so abwechselnd. Entweder hat man mal Lust auf sowas Schokoladiges oder was Fruchtiges. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Du kannst ja auch beides nehmen. Wir haben ja hier eine große Schale. Ich würde jetzt erstmal Erdbeer-Stracciatella auf jeden Fall nehmen, weil das so oft empfohlen wurde. Okay, dann probieren wir das mal. Ich versuche das jetzt hier wirklich mal so ganz grandios hinzustellen. Es funktioniert nicht. Du darfst das mal festhalten. Ich halte das mal fest. Und dann machen wir das einfach mal. Ich ziehe das hier mal so ein Schildchen drin. Ulrike, ich glaube, du musst mal nebenbei verkaufen. Ja. Aber das kriegen wir alles nebenbei hin. Kann das auch gerne machen, wenn Sie das möchten. Das ist so geil. Professionell hier. Das ist total professionell. So, also ich kann das auch, wenn du es abkassierst, kann ich sie auch gerne bedienen, wenn Sie möchten. Einfach Vanille, einfach Vanille und Schoko in Becher oder in der Waffel?
Live-Bedienung bei Karls hier. Im Becher. Live ich wechsle mal kurz die Seite. Das ist der Hammer. Wir sind hier sowas von in der Live-Show. So schnell kommt man live zu Karls TV. Ja, die probieren jetzt die ganzen anderen Sorten. Schwer, aber ich gebe mir die größte Mühe. Das macht sie, das gibt richtig Muckis. Genau, also wir brauchen doch kein Fitnessstudio bei Karls. Wir haben einfach unsere Arbeit hier als sehr großartig. Darf ich hier noch so was Schönes drauf machen? Wir haben hier so schöne Sachen. Nichts Schönes, dann kriegt sie das so von mir. Vielen Dank. Sehr gerne. Ist das gleiche Erdbeereis? Sieht ein bisschen anders aus. Ja. Habe ich heute alles gelernt. Ich habe hier nebenbei noch eine Frage, und zwar, ob für die Kinder alles geöffnet ist. Beziehungsweise hier steht, ist aber für die Kinder bestimmt nicht alles auf, oder? Also. Wir haben gerade unsere ganzen Spielplätze. Ich bin hier Multitasking. Noch, ja. Noch und wandere. Wir haben gerade die ganzen Spielplätze bei uns in Rübershagen und an einem anderen Standort in Mecklenburg-Vorpommern auch von Montag bis Sonntag. Und Ulrike, wir brauchen noch eine zweite Waffe. Ja, und, hier. Wir haben unter anderem auch sonst alle Sachen, die für die Kinder da sind. Auch wir haben natürlich unsere Attraktionen gerade nicht geöffnet, weil wir das nicht dürfen. Laut Regierungsbeschluss. Bei Ihnen. Finde ich auch, dass es ein Scheiß ist. In der Waffe und im Becher. Kennst du mal auch schon mit dem Mist? Ja. Sehe ich aus. So sollten wir einen Antrag stellen an die Regierung. Genau. Ich finde das auch alles Mist. Ich würde auch gerne lieber wieder in die Fahrgeschäfte und einfach das Erlebnis. Aber ich finde, so ein bisschen Erlebnis haben sie jetzt ja auch gerade. Ja. Ja, hier, das wird auch sehr geschätzt. Hier wird eine Live-Show mit öfterem Bedienen gefordert. So. Machen wir. Machen wir im Sommer alles, wenn Corona dann mal vorbei ist. Also mit ganz viel Liebe. Bitte schön. So, lieber Max, du darfst dir noch eine zweite Sorte aussuchen. Habe ich gerade beschlossen. Oh. Das ist Erdbeerschnatzerteller. Jetzt habe ich schon extra versucht. Ah, okay. Ich kann ja noch ein kleines bisschen Erdbeer und ein kleines bisschen Schoko reinmachen. So als Kompromiss. Okay, ich bin dabei. Also gegen mehr Auswahl habe ich gar nichts. Ich versuche jetzt mal eine schöne Kugel zu machen. Ja. Tschüss. Und danke, dass Sie sich eingelassen haben auf den Spaß hier. Und Schoko, ja? Habe ich ja beschlossen gerade. Und dann habe ich nämlich noch was ganz Großartiges für dich mitgebracht. Oh. Und zwar haben wir ja, also das ist hier bis Mittag heute für Max, wir haben ja hier so ganz tolle Sachen, die so auf das Eis drauf können. Wow. Und du darfst dir mal aussuchen, ich habe auch Popcorn mitgebracht. Darfst dir mal aussuchen, was ich dir da jetzt alles so Schönes drauf machen darf, auf unser wunderbares Kalt. Also darfst du es gleich live probieren. Ja, na, auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall Popcorn. Ich hatte noch nie Popcorn auf meinem Eis. Dann machen wir ein bisschen blaues Popcorn drauf. Ja. Und ein bisschen rotes Popcorn drauf. So. Und ein bisschen Smarties. Für das Kind in uns. So. Es sieht total großartig aus. Es ist auch lustig. Jetzt kommen die ganzen Leute hier rein und wollen hier irgendwie alle Eis. Ich glaube, das ist die beste Werbung. Einfach. So, Max. Und ich habe jetzt noch einen ganz großartigen Löffel mitgebracht. Das ist nämlich unser Karls Marmeladenlöffel. Und den nehmen wir natürlich normalerweise, um Marmelade aus dem Glas rauszumachen. Hier kommt diese tolle. Oh, ich habe alles dabei. Alles vorbereitet. Und schon Karls Marmeladengläser. Die sind ja nicht nur dafür da. Wollen Sie ein Eis? Das können Sie von mir bekommen. Immer ran hier, wir sind das jetzt schon gewohnt. Wir machen das hier sowas von live gerade alles. Wir verkaufen live auch gerade Eis. Okay. Ja, wir sollten vielleicht einen Counter starten. Das ist jetzt Eis Nummer 4? Eis Nummer 4, ja. Ich mach im Sommer mal eine Show. Hier, Eis verkaufen mit mir. Ja, steht hier. Was darf ich Ihnen anbieten? Erdbeerschnatzerteller. Waffel oder Becher? Sag doch, das ist ein... Ein Top-Ding. Erdbeer-Stracciatella geht hier weg wie Schmitzkatze. Geht weg wie Schmitzkatze. Das ist die beste Sorte. Wir müssen hier Max live noch probieren lassen. Das ist hier wichtig. Das möchte ich heute noch haben. So, Ulrike macht die Kasse. Das müsste ich dann noch üben bis dahin. Du bekommst natürlich auch ein wundervolles Löffelchen von mir. Dankeschön. Und einmal das Eis. Danke. Sehr gerne. So, ich glaube bei dem Marmeladenglas. Multitasking und so. Genau, aus dem Marmeladenglas essen wir natürlich normalerweise Marmelade. Bei Karls machen wir da aber auch unseren Kaffee rein und mit dem Marmeladenlöffel können wir auch ganz großartig essen und den stecke ich dir jetzt einmal hier ins Eis, Max, und dann wechseln wir mal. Oh. Du darfst jetzt mal live testen,
und uns sagen, wie das Eis sieht. Auch total großartig aus, oder? Ja, was ein Eis. Ah, was ein Eis. Hab ich das toll gemacht. Extra Topping. Ja, nee, normalerweise super. Haben wir nämlich kein Popcorn-Topping, aber Info an ich Robert Krohn. Ja. Du darfst jetzt probieren, live, mega, mega. Für uns. Okay, ich fange jetzt mit der Stracciatella an, mit Popcorn. Ja, Max ist hin und weg. Der kann gar nichts mehr sagen. Schmeckt schon echt gut. Ey. So, großartig. Ich habe auch noch eine andere Sache. Antje verkauft die. Genau, meine neue Live-Show wird Antje verkauft. Ich habe noch was ganz anderes Großartiges vorbereitet. Und zwar würde ich euch gerne noch so einen kleinen Tipp mitgeben. Ich hole mal meine Lieblingstasse, diese wundervolle rosa Tasse hier. Ich finde auch immer noch wieder das perfekte Muttertagsgeschenk. Meine Mama steht nicht so auf rosa, aber ich stehe total auf rosa, sodass ich halt überlegt habe, mir vielleicht die Tasse einfach selber zu schenken. Man muss ja gar nicht immer einen Anlass haben. Und ich würde jetzt hier mal live für euch zeigen, dass eine Tasse nicht nur zum Trinken da ist, sondern dass man das auch ganz großartig nutzen kann, um Eis reinzumachen. Möchtest du? Max hält wieder fest, ich finde das großartig. Doch. Wir werden das beste Team. Ich bin dafür, dass Max mitmacht. So, ich würde da jetzt mal Erdbeereis reinmachen. Ja, Erdbeere, klar. Irgendeiner aus dem Büro darf das dann nachher naschen. So. Dann kann man nämlich so ganz großartig, die Steffi hat mir nämlich erzählt, dass sie im Winter total gerne Eis isst und dass ihr das immer so kalt ist an den Händen. Und ich bringe ihr das daher einfach in der Tasse und dann kann sie in der Tasse Eis löffeln. Ich mache da mal gerade noch eine zweite Sorte rein. Es ist jetzt noch nicht angebrochen, ich mache das jetzt mal. Erdbeermango. Dann kann die Steffi, oh Gott, hier braucht man echt Muskelkraft. Dann kann die Steffi das nachher mal testen für uns und kann euch dann vielleicht in Social Media, das hier mache ich dann noch rein, vielleicht auf Facebook oder so mal sagen, wie ihr das Ganze geschmeckt habt. Das dekorieren wir natürlich auch schön. Dann nehmen wir hier so ein bisschen Popcorn. Ich geh mal ein bisschen näher ran hier. Genau, muss ja nicht immer jeder mich sehen, kann man ja auch immer das tolle Produkt sehen. Und noch ein bisschen mehr Popcorn, natürlich das echte Karls-Popcorn. Und dann machen wir hier noch so ein bisschen Streuselchen drauf und so. Und dann, ups, live ist live. Und dann haben wir hier so ganz perfekt in der Tasse ein Eis. Ich finde, das ist, also es ist wirklich eine ganz großartige Idee. Und diese Tassen haben einfach die perfekte Schüsselgröße. Also man könnte jetzt auch denken, es ist einfach eine Schüsseltasse. Es ist total schön. Ich glaube, eigentlich sind die Dinger für Cappuccino gemacht worden. Aber wir essen daraus halt Eis. Genau, ich würde das vielleicht so ein bisschen mal hier reinstellen. Ja, das ist sicher. Damit es sicher und nicht auftaut. Eine Sache würde ich euch gerne noch zeigen, bevor wir hier dann gleich fertig sind, mit unserem großartigen Karls Marmeladenglas. Ich habe hier in der Emaillekanne mal was vorbereitet. Wenn du mal ganz nah rangehst, hier ist Milch drin in unserer Emaillekanne. Ja, man sieht es. Genau. Und natürlich würde ich jetzt gerne mal hier reinmachen. Ich drehe das Schild mal ganz kurz, damit ich Bescheid weiß. Es ist Erdbeer-Erdnuss. Ich würde das gerne mal so shaken, wie so ein Milchschicke. Das lässt sich mit kaltem Eis auch wunderbar machen. Okay, das klingt gut. Bieten wir noch nicht an, aber vielleicht ist das hier so eine Innovation. Ich werde hier wahrscheinlich irgendwann Produktentwickler, weil ich hier immer die coolsten Ideen habe. Ich mache hier mal gerade so ein bisschen Eis rein. So. Und ein bisschen Milch. Live ist live. So. Und dann habe ich mir vorhin in der Marmeladenküche. Das darfst du nachher mitnehmen. Ja, ich muss es so ein bisschen. Mitnehmen. Und dann kann man das so wunderbar shaken. Das kann man jetzt auch zu Hause, wenn ihr zum Beispiel irgendwie Vanilleeis zu Hause habt und Karls Marmeladenglas benutzt, dann shakt ihr das so durch mit ganz viel Muskelkraft. Bei Karls brauchst du viel Muskelkraft. Ich shake das hier mal noch so ein bisschen. Oder wenn ihr aus den tollen Marmeladengläsern Eis gegessen habt und noch ein bisschen was übrig ist, shakt sich das auch ganz wunderbar. Da könnt ihr dann die Löffel zusammen mit dem die Gläser zusammen mit dem Marmeladengläser, Marmeladengläser und die Deckel verwenden. Jetzt habe ich's. Und dann ist das fertig gechaked und dann kann man da die wunderbaren Strohhalme reinmachen. Und jetzt testen wir das mal hier wieder so rum. Jetzt darfst du das für mich mal probieren, denn ich habe ja mit Laktoseintoleranz zu tun und... Das Problem habe ich nicht. Das Problem hast du nicht, deswegen darfst du testen. Wie das schmeckt, so. Meine wundervolle Milch aus der Karaffe, die ihr übrigens bei uns im Shop, auch im Online-Shop bekommen könnt, für 15 Euro, die Emaillekanne. Also es schmeckt total erdnussig. Total erdnussig. So ein bisschen fast, als würde ich ein flüssiges Snickers trinken. Ach geil, jetzt haben wir gerade Werbung gemacht, Schleichwerbung. Oh, dürfen wir das? genau, einen flüssigen Erdnussriegel essen. Genau.
Ja, das ist großartig. Ich bin hier gerade total begeistert von unserer Live-Show, die wir gemacht haben und immer noch natürlich machen. Genau. Ich habe hier auch noch mal ein anderes Emaille-Produkt mitgebracht. Das ist zwar die kleinere Ausführung davon, aber bei uns im Emaille-Werk, was ihr auch bei uns... Max, sagt mal tschüss, der darf sein Eis mitnehmen. Ich nehme mein Eis mit. Genau, Max, die Schüssel, das muss ich dir jetzt nochmal sagen, die hätte ich gerne nachher im Büro. Die müssen wir nämlich demnächst noch organisieren, dass die abgeschrieben wird und so. Genau, weil die haben wir jetzt benutzt. Aber das klären wir später. Okay, alles klar. Genau, live ist ja live. Da musste ich dem Max jetzt mal sagen, nimm das mit, ist es auf dem Weg. Der geht jetzt nämlich gleich, das erkläre ich jetzt nochmal kurz, der geht gleich in Lauras Show und guckt sich nochmal Lauras Show an. Laura macht ja um 12 ihre, ich nenne sie mal Lauras Wochenshow. Und spricht wieder über neuesten TikToks und ja, da geht der Max jetzt mal hin und nimmt das Eis mit und genau. Grüß die Laura von mir, Max. Der sagt mal jetzt hier noch, Max, sag mal tschüss. Mein tschüss. So, ich krieg hier gerade noch rein, dass die Tassen total goldig sind. Ich liebe die Tassen auch bei Karls, also ich zeige euch auch gerne nochmal die blaue und die rote. Also ist ganz großartig und ich habe dazu natürlich auch die passenden Schälchen hingepackt. Die Schälchen sind ein bisschen kleiner, die wir hier haben. Das sind die 5-Euro-Schälchen. Die sind auch handbedruckt. Also da ist wirklich jedes Teil ein Unikat. Und die bekommt ihr bei uns für 5 Euro im Shop. Also genau, das ist so eine kleine Zerrschale. Und das ist auch noch eine Ausführung der Zerrschale. Gibt es halt in Blau. Und die in Rosa sind die Müsli-Schalen. Also wer gerne so wie ich morgens Müsli isst, der kann eben auch wunderbar hier so eine tolle rosa Müsli-Schale kaufen. Ich möchte es auch nochmal sagen, wirklich perfekt für den Muttertag ist die Schale auch, die rosa Schale. Natürlich auch das blaue Set. Also ihr könnt ja bei Karls auch, ich drehe das nochmal kurz zu mir, ihr könnt ja bei Karls auch so ganz großartige großartige Präsente kaufen. Und da könnt ihr auch, wenn ihr das selber zusammenstellt, im Online-Shop eben dieses tolle Geschirr hineinmachen lassen. Vielleicht mit einem Glas Erdbeertraum zusammen oder einem von unseren großartigen einem von unseren großartigen Bonbons zusammen und schon habt ihr das perfekte Geschenk zum Muttertag. Und genau, wir sollen Erdbeermüsli anbieten. Ich meine, dass es das mal gab bei Karls. Zumindest in der Vergangenheit habe ich mal Erdbeermüsli bei Karls gekauft, was auch total lecker war. Ich gehe aber gerne mal für euch durch den Bauernmarkt und schaue, ob es dort Erdbeermüsli zu kaufen gibt. Genau, das mache ich. Und ich wollte aber noch was zum Emaillebecher erzählen. Den habe ich hier. Das ist der Emaillebecher für 4,50 Euro. Das ist die kleinere Ausführung. Ist perfekt für Kinder. Ich mache jetzt ja was man eigentlich nicht machen sollte, aber ich schmeiß das Produkt mal auf den Boden. Es ist schön laut und wie ihr seht, es geht nicht kaputt. Also es ist jetzt ein bisschen abgeplatzt, der Emaillebecher, das kann passieren, aber es geht halt nicht kaputt. Das Produkt ist wirklich total resistent und super für draußen. Also ein Produkt, was man ganz großartig auch nutzen kann. Für den Garten, also gerade wenn ihr Kinder habt und im Garten mit euren Kindern Milch trinkt oder eben, da, ich finde auch da kann man großartigerweise, lasst mich kurz überlegen, Eis reinmachen natürlich, dann ist das großartig, das auch in diesen Emaillebecher hineinzumachen. Also ein großartiges Produkt für Kinder, super, weil man kann es eben auch runterschmeißen. Und es geht nicht kaputt. Das ist so, das finde ich das Coole an Emaille. Und ich wollte zu dem Emaillebecher noch eine Sache sagen, nämlich, dass in dem Film Herz aus Stahl Brad Pitt aus dem Emaillebecher von Karls getrunken hat, kann man auch oben bei uns im Emaillewerk sehen. Ja, genau. Emaille hält auch nicht alles aus. Also man sollte Emaille nicht auf Stein werfen. Aber wenn das einfach mal runterfällt, ist das halt nicht das Riesenproblem. Genau, also ne, auch nochmal kann ich euch kurz zeigen, die wundervollen Kannen, die wir haben bei Karls, auch aus Emaille.
die ihr halt super verwenden könnt für Milch und für alle anderen Produkte. Ich musste mir gerade mal im Hintergrund kurz die Nase putzen, damit ich noch gut weiter sprechen kann. So, ich habe gerade mega viel Spaß bei dem, was ich hier machen durfte. Und ich habe für mich auch gerade auserkoren, dass ich auf jeden Fall mal eine Live-Eisverkaufsshow machen möchte. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also das war super, super cool. Und würde jetzt nochmal zur lieben Ulrike gehen und einmal fragen, was unser Eis macht. Hier ist echt wahnsinnig laut. Oh, hier ist nochmal Erdbeereis in the making. Das zeige ich euch gerade nochmal. Wie aus der Flüssigen ein festes Eis wird. Ich bin klein. Ich kann auch einmal ein bisschen rumgehen. Also wie das hier so richtig schön, wie nennt sich denn der Vorgang? Gefriert. Das ist der Gefriervorgang, Antje, Mensch, natürlich. Und wie das hier so schön rumkreist im Eis. Großartig, total cool. Ich kann mir das jetzt auch schon wieder stundenlang angucken, ne? Ja. Großartig. So, und hier haben wir jetzt die Maschine, die rührt wahrscheinlich noch, oder? Ja, die rührt aber schon runter. Ja. Wir sind schon bei 44 Grad. Also 70 brauchen wir, ne? Genau, 70 hatten wir schon. Und dann hat sie jetzt runtergekühlt und ist schon bei 44 Grad. Also. Achso, wie viel Minus brauchen wir denn da? Wir brauchen nur 4 Grad. Also das sind jetzt so Plusgrade. Ja. Die Maschine macht nur auf Minus. Achso. Aber ich kann ja mal reingucken. Ja. Bei den Maschinen muss man immer ein bisschen tricksen, damit die weiterarbeiten. Wir müssen tricksen, ich zeig das mal. Wir legen da so ein Magnet hin, damit die weiterarbeiten. Lustig. Ja. So, ja. Können wir auch mal zugucken, wie es rührt, ob auch alles passiert. Sieht so wurde. Schön aus, wie die Sonne. Wenn ich mal kurz hier ans Fenster gehe, ihr habt ja auch einen tollen Blick auf den Parkplatz und auf die Gäste, die hier ankommen. Wir haben heute hier in Rübershagen auch wundervoll ein bisschen Sonne. Und da sehen wir Kolossus, wo der Erik letztens in seiner Show drauf war. Genau, hier haben wir jetzt das wundervolle gelbe Eis. Genau, das Mango-Eis, Joghurt-Mango-Eis. Willst du den Mix mal probieren? Ja, ich probiere den mal. Ist ja nur ein kleines bisschen, das kriegt meine Laktose noch irgendwie hin. So, ich nehme das mal hier. Du kannst mal das halten. So, ich nehme das mal hier raus. Und wir machen das mal so hier. So, und... Das schmeckt traumhaft. Das ist warm. Ja. Also es ist echt richtig lecker. Ich muss ja fast sagen, das Mango-Püree hat mir besser geschmeckt. Ich übernehme das mal wieder. Ja. Das Mango-Püree hat mir fast noch besser geschmeckt, weil ich liebe einfach Mango. Aber auch das ist richtig lecker. Aber am geilsten ist tatsächlich unser Erdbeereis. Also muss man wirklich sagen, dass unser Erdbeereis das leckerste Eis, was wir bei Karls zu bieten haben. Aber ich finde ja sowieso, dass alle unsere Erdbeerprodukte die coolsten Produkte sind und ja, ich finde es einfach ganz großartig. Ich würde jetzt vielleicht vorne mit euch nochmal in den Verkaufsraum gehen. Vielleicht kommst du mal mit, Ulrike, in den Verkaufsraum. Und ja, wir haben ja hier immer noch unsere tollen Produkte und unsere Verkaufsfläche. Und das wird ja hier alles so schön dekoriert, unser Eis. Ne? Also, ja, das war nass. Das macht ihr einfach so frei nach künstlerischer Art oder wie läuft das? Hallo Laura von Karls, cool, dass du da bist, freut mich. Macht ihr das alles jetzt so auf, also so frei nach künstlerisch oder habt ihr da so Vorgaben? Also wir haben natürlich beim Erdbeereis müssen Erdbeeren drauf sein, das ist natürlich logisch. Ach wirklich? Ne? Ja, wirklich. Und hier zum Beispiel bei unserem Stracciatella-Eis, das ist natürlich mit Milch, damit die Schokolade, die eingearbeitet wurde, auch besser im Eis verbleibt. Wenn wir das jetzt in halt Wasser, in das laktosefreie Erdbeereis machen, dann würde das Eis so ein bisschen die Schokolade abstoßen. Ah, okay. Deswegen haben wir das Stracciatella-Eis mit Milch, also nicht laktosefrei, schon allein wegen der Schokolade nicht. Ja. Und dadurch wird es dann auch nochmal ein bisschen cremiger. Okay. Und da haben wir jetzt so als Deko natürlich die Erdbeeren. Sollte auch anders sein beim Erdbeereis. Klar, da nehmen wir, also wir dekorieren quasi das Mango-Eis mit Erdbeeren, wir dekorieren das Erdbeereis mit Erdbeeren und wir dekorieren das Stracciatella-Eis mit Erdbeeren. Genau, beim Mango-Eis ist es halt so, dass wir das Eis rausholen, ja, eine Schicht in die Wanne legen, die Eisschale, oder reinstreichen,
Und dann machen wir diese Erdbeersoße drauf. Und dann kommt wieder eine Schicht Eis, Erdbeersoße, Eis, Erdbeersoße. Dass wir die Schale voll haben. Ah, das heißt, die Erdbeersoße wird verarbeitet im Mango-Eis so ein bisschen. Genau. Schade, das hätte ich mir jetzt tatsächlich gerne mit euch angeguckt. Hm. Das machen wir auch noch. Schauen wir auch noch mal. Jetzt holen wir das hier mal raus. Hier haben wir ja ganz oben die Deko. Ja. Und hier unten sehen wir, dass da auch noch Soße ist. Ja, und ich sehe es. Und da drüber ist trotzdem noch Eis. Also das ist ja großartig. Genau. Coole Sache. Also was bei Karls nicht alles möglich ist, ist der Hammer. Genau, Schoko und Vanille dekorieren wir dann. Also Schoko dekorieren wir mit Eiswaffeln. Das sind kleine Eiswaffeln, oder sind das die Eiswaffeln, die ich hier sehe? Nee, das sind richtig, richtig kleine. Das sind so groß die Eiswaffeln. Mhm. Warte mal, das sind die Eiswaffeln. Das kannst du mal machen, ich erkläre den Leuten gerade mal was. Das sind die Eiswaffeln, die wir benutzen, wenn bei uns der ganze Laden offen ist und wir Kaffee verkaufen. Dann gibt es zu manchen Kaffees auch so ein kleines Erdbeereis dazu. Und da nutzen wir auch diese süßen kleinen Waffeln. Genau. Ja, liebe Laura, ich habe noch 5 Minuten, die nutze ich jetzt auch noch. Ulrike holt jetzt gerade mal die kleinen Waffeln, die zeigt sie uns nochmal. Und dann kann man auch zeigen, dass man da vielleicht auch sogar ein bisschen Eis reinmachen kann. Also das sind so eine ganz kleine Waffel. Ja, vielleicht schon mal bei uns ein Erdbeerlatte Macchiato getrunken. Habe ich gerade erzählt, aber kannst du auch noch mal erzählen. Erzähl doch noch mal, komm, das ist so ja, cool. So eine kleine Eiswaffel mit ein bisschen Eis drin. Können wir das auch mal machen, ein bisschen Eis da rein machen? Ich will mal sehen, wie das... Nicht so eine kleine Kelle wie die. Achso, die haben auch eine kleine Kelle. Genau. Wir nutzen das, wir kriegen das trotzdem hin. Wir sind hier die Meister der Improvisation. Och Gott, sieht das niedlich aus. Süß. Und jetzt können wir noch eine Sache machen. Ja, ich liebe ja sowas. Jetzt nehmen wir hier nochmal so die Streusel und ditschen das so ein bisschen in die Streusel rein. Und dann haben wir so ein perfektes, kleines, süßes Erdbeereis. Großartig, ich nasche das hier jetzt auch nochmal. Erdbeereis in kleiner Waffel. Richtig lecker. Du hast noch was mitgebracht? Ja. Oh shit. Achso, ich bin lecker. Ich glaube ein bisschen, aber egal. Genau, ich habe noch die Waffeln von Vanilleeis mitgebracht. Ja. Ich fand auch immer ganz viele, oft immer eine Naschschule. Mach ich auch gleich noch. Genau. Und die stecken wir dann einfach hier so rein. Ah. Es geht natürlich besser, wenn wir es frisch aus der Maschine geholt haben. Da ist das Eis noch viel, viel weicher. Jetzt hat es ungefähr minus 12 Grad, das Eis. Das minus 12 Grad ist ja wahnsinnig kalt. Ja, aber wenn es jetzt noch kälter ist, dann schmeckt das Eis wieder nicht so gut. Also es muss schon ungefähr minus 12, minus 10 Grad haben, das Eis, und dann schmeckt es am besten. Großartig. Genau. Ich esse hier gerade noch die Waffel. Schmeckt übrigens sehr gut, unsere Waffel. Ich finde es jetzt fast ein bisschen schade, dass hier keine Gäste mehr reinkommen. Ich habe voll Spaß gehabt daran, Gäste zu bedienen. Vielleicht kommt ja der Erik gleich mal zu mir. Und kann das restliche Eis hier nochmal aufessen, das hier noch da ist. Ja, und ich zeige euch jetzt gleich nochmal, während du dahinter stehst, wie großartig das aussieht, wenn ich hier so... Ich spiele jetzt mal Kunde, ne? Ich mache das mal so, ich spiele mal Kunde. Ja, ich würde ja dann hier so ganz klassisch durch unsere Tür reinkommen und... dann würde ich diese Perspektive genießen, wo die liebe Ulrike steht und schon das Eis sehen und denken, oh Mann, wie lecker, und könnte mich gar nicht entscheiden, welche Sorte Eis ich zuerst nehmen sollte. Und wenn ich jetzt so ein klassischer Kunde wäre, Ulrike, dann würde ich dich ja fragen, du sag mal, Ulrike, das sieht hier alles so lecker aus, welches Eis kannst du mir denn empfehlen? Du magst gerne das Joghurt-Mango-Eis. Ja. Und Erdbeeren natürlich. Und Erdbeeren natürlich. Und dann dürfen Leute hier bei euch auch probieren? Ja. Also wenn ich jetzt komme und sage, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich will, dann könnte ich auch kommen und sagen, oh, ich würde gerne mal Erdbeer-Erdnuss probieren. Dann möchtest du? Das möchte ich jetzt, na klar. Na klar. Dann, oh, wir haben die tollsten Fans. Niki fragt gerade, was die Kugel kostet. 1,20 Euro kostet die Kugel, schreibt dann Kerstin. Ich drehe mal wieder zu mir. Also ich darf jetzt hier live für euch das nächste Eis testen, Erdbeer-Erdnuss. Schmeckt wie Erdnussriegel. Total geil. So, dir gebe ich das mal wieder. Ja. Ich dreh noch mal zu uns. Haha. Warte, so mache ich das. Ich
dreh nochmal zu uns, kann ich dich sehen? Wo bist du? Ulrike, da. Hier, da. So, wir möchten uns jetzt nämlich gerne von euch verabschieden. Wir geben jetzt nämlich gleich weiter an die liebe Laura, die jetzt schon im Kaffeekanne-Express auf euch wartet mit ihrer Wochenshow. Ich sag tschüss für diese Woche, freue mich auf nächste Woche und war cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao!